Ich hab die Haare schön. Ja, 22 Uhr, aufgebrezelt bis zum Anschlag. Ich habe jetzt Stunden gebraucht, um diese Haarfarbe zu zaubern. Und du darfst mir jetzt dabei auf die Finger gucken, wie ich das gemacht habe, wie ich die Farben aufgetragen habe, warum ich irgendetwas so oder so oder so gemacht habe. Da nehme ich dich heute mal mit. Normalerweise mache ich andersrum und mache die Schritte dazwischen und zeige nicht, wie ich es auftrage. Aber ich denke, heute interessiert dich vielleicht, wie dieses kleine Kunstwerk hier zustande gekommen ist. Na, da kann man jetzt immer noch mal so einzeln zuppeln und ach, ich freue mich. Augen-Make-up ist übrigens nur damit gemacht, aus dem Set, kräftig braun mit diesem Sondergrün, was es nur in diesem Set gab oder auch eventuell noch gibt. Und hier habe ich mal was Besonderes reingebaselt. Das sieht man aber jetzt nicht. Hier ist so eine Kante. Wenn ich das runterföhne, dann verläuft hier so eine rote Kante auf dem Dunklen. Und wenn man es hoch macht, ist das eben nicht zu sehen. Oh, ich freue mich total. Jetzt bin ich wieder Michaela. Und ob ich jetzt das so mache oder so oder ganz wild oder auch ein bisschen braver, wurscht egal, aber die Farbe ist jetzt wieder so, dass ich sage, ja, that's me and I like it. Also schau es dir an. Ich würde mich sehr über den Daumen hoch freuen. Übrigens nur passender Lipgloss, der Perfect Pink. Weil was anderes ging doch jetzt nicht, oder? Rouge mal nicht so wild. Aber dieses grüne Augen-Make-up zu den pinken Haaren. 22 Uhr, man glaubt es kaum. Also morgens, ne, hätte ich das jetzt nicht so hingekriegt, bin ich ganz ehrlich. Wie sieht's bei dir aus? Bist du morgens, wenn du aus dem Bett aufstehst, so richtig so, dass du sagst, boah, jetzt sehe ich gut aus und gegen Abend wird's weniger? Bei mir ist das genau andersrum, ne? Also nur ein Stündchen oder zwei, dann schminke ich mich ab und dann geht das Elend morgen wieder los. Aber ich weiß ja, wie es geht und ich weiß, wie ich es hinkriege. Und du weißt auch, wie es geht, weil du mir ja immer zuguckst. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dranbleiben. Wie gesagt, Daumen hoch fände ich ganz toll. Oder schreib mir was Nettes drunter. Mach doch mal, oder? So, und jetzt genug erzählt. Schau dir an, wie es einmal vorher aussah. So alle paar Wochen muss es eben sein, ne? Viel Spaß! Schritt 1. Die Haare sind gut durchgekämmt. Das ist wichtig, dass man nirgendwo hängen bleibt. Und jetzt kommt die Farbe Ultraviolett. Die wird alles andere und nicht ultraviolett. Aber da ich diese Farbe kenne, weiß ich, dass sie einfach dunkel wird am Ansatz und so einen leichten rötlichen Schimmer hat. Genau das brauche ich. Denn dieser leicht violette Schimmer, der passt dann eben zu dem Pinkrot, was danach kommt. Wenn es hier komisch halte, liegt das daran, dass wir uns im Vorraum der Toilette befinden. Hier trage ich immer meine Haarfarbe auf. Nur das hast du bis jetzt, glaube ich, noch nie gesehen. Bis jetzt habe ich dich noch nie dazu mitgenommen. Aber heute. So, ich scheitel ab. Da sieht man wieder den großen Weißanteil. Haarfarbe ist angerührt, werde ich klassisch mit dem Pinsel auftragen. Und damit das für dich jetzt nicht so langwierig wird, mache ich das einfach im Zeitraffer. Also das erste Passé trage ich noch so auf. Als Friseur macht man das tatsächlich normalerweise so, dass man entgegengesetzt der Schuppenschicht arbeitet. Also jetzt nicht vom Ansatz bis zur Spitze, sondern tatsächlich entgegengesetzt, dass man von der Spitze bis zum Ansatz die Farbe noch besser in die Schuppenschicht des Haares hinein drücken kann. Da wird es wieder andere Stimmen geben, die sagen, ach, alles Quatsch, das Zeug muss drauf, auch gut. Aber wir wollen es jetzt mal, ne? Wenn ich schon Friseurmeisterin bin, möchte ich es ja dann auch richtig zeigen. Und das mache ich dann mit dem Stielkamm hier Scheitel für Scheitel. Und so arbeite ich mich über den ganzen Kopf vor. Und wie gesagt, das zeige ich dir im Zeitraffer.
Du wirst dich wahrscheinlich gewundert haben, warum ich beim Hinterkopf überhaupt nicht mehr in den Spiegel geguckt habe. Ganz einfach. Erstens mal mache ich das schon seit so vielen Jahren. Ich weiß, dass das funktioniert, auch ohne dass ich hingucke. Weil wenn ich versuchen würde hinzugucken, dann würde das überhaupt nicht funktionieren. Genau wie man sich einen Bauernzopf am Hinterkopf besser flechten kann, wenn man gar nicht hinguckt, als wenn man versucht, im Rückspiegel das zu koordinieren. Und außerdem, meine Haare sind ja dunkel im Untergrund und diese Farbe ist auch dunkel. Das heißt, wenn irgendwo mal ein Zentimeter nicht getroffen wäre, wäre das kein Drama. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du einen dunklen Ansatz hast und du möchtest blond werden. Dann muss das ganz, ganz fein abgeteilt werden. Da muss genügend Farbe drauf, also richtig mit Schmackes, nicht nur mal eben dünn drüber kratzen. Aber dunkel auf dunkel, nur ein bisschen nuanciert. Da ist es, wie gesagt, nicht so schlimm, sollte da jetzt irgendwo keine Farbe gelandet sein. Aber ich weiß, da ist überall Farbe drauf. Die hellen Spitzen, die werde ich mir jetzt noch einpacken. Das wäre jetzt zum Einziehen der Farbe nicht schlimm. Aber wenn ich nachher die Farbe abwasche, ne, über Kopf, dann, selbst wenn das der Friseur nach hinten macht, dann würden diese Farbpigmente in die hellen Strähnen hinein und würden machen und ja, dann bräuchte ich wieder viel mehr Chemie, um die nachher hell zu bekommen. Schonender ist das, wenn ich die jetzt einwickle und dann versuche beim Abwaschen so wenig wie möglich Farbsuppe da reinlaufen zu lassen, sodass die hell bleiben. Das bleibt jetzt 25-30 Minuten drauf, wasche ich ab und dann sehen wir uns wieder. Ganz normale Haushalts-Alufolie, das ist sogar die billige. Und dann je nach Haarlänge kann man die nochmal halbieren. Und dann die Spitzen so nehmen. Und so gut wie möglich damit einpacken. Aufrollen und dann hat man so kleine Würstchen. Zum Schluss mal richtig gut zupressen. Das ist somit die wichtigste Strähne, die hell bleiben soll. Da nehme ich dann eine ganze Länge, noch ein bisschen breiter. Und wenn man das dann so schützt, da mache ich auch noch eine rein, dann läuft das Abwaschwasser. Abwaschwasser hört sich gut an, ne? Also das, was ausgewaschen wird, hat ja ganz viel Farbpigment. Das läuft dann nicht in die porösen Spitzen und ja, dann bleiben die Spitzen eben schön hell. Farbe 1 ist fertig. Also das soll jetzt ultraviolett sein. Das ist nett dunkel mit einem leichten Violettschimmer. Aber genauso wollte ich es ja auch haben. Also ultraviolett, Aber ne, man darf nicht immer glauben, was hier auf den Packungen draufsteht. Und wenn man meint, man bekommt die Haarfarbe raus, ne, schwierig. Aber egal, genauso sollte es ja sein. So, jetzt könnte ich natürlich auch so bleiben. Spitzen sind auch tatsächlich ein bisschen heller geblieben. Aber dann wäre ich ja nicht Michaela. Das ist mir ja viel zu langweilig. Ne? Die eine oder andere sagt, oh, ne, ist mal was anderes. Schöner, bräunlicher, lila Ton. Nee, will ich aber nicht. Ein bisschen die Kamera gerade setzen. So, jetzt habe ich das hier mal gekauft. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mutig oder dumm bin und das jetzt einfach mal blind probiere, noch nie Erfahrungen damit gesammelt habe. Und es gibt nur zwei Sachen. Entweder das geht jetzt ganz doof in die Hose
Oder es sieht richtig gut aus. Ich teile mal hier schräg. Ungefähr so. Teile ich mal jetzt einen Streifen ab. Und den werde ich jetzt damit einfärben. Jetzt sind die Haare natürlich von der Spülung sehr flutschig. So, diese Haare werde ich jetzt nehmen und einfärben. Mit diesem, ja, was ist das? Das soll so ein platin-metallisches Grau werden. Also als Friseur weiß man, Grau selber kann man überhaupt nicht färben. Von daher bin ich sehr gespannt. Mal erst so ein bisschen Farbe hier auf die Folie. Die habe ich mir gerade in der Einwirkzeit mal über die Tischkante gerissen, damit es ein bisschen ordentlicher ist. Ja. Ich streiche das natürlich jetzt nicht bis zum Ansatz ein, denn da habe ich ja gerade gefärbt. Das soll ja auch dunkel bleiben. Und ich probiere jetzt nur mal einfach so aus. Was macht das jetzt mit den Haaren? Du bist gespannt. Ich bin gespannt. Irgendwas kriegen wir da schon hin. Raus, wo wir das nicht machen. Und hier nehmen wir nochmal einen dünnen Streifen. Na, da will ich noch nichts haben. So, da so. Nehmen wir hier einfach mal mit dem Clip was raus. Vorsichtig, dass ich jetzt nicht hängen bleibe in der Folie. So, nehmen wir wieder eine. Wieder Klecksfarbe drauf. Also ich möchte natürlich in meinem gewohnten Pinkrot auch noch was machen. Aber das muss ich jetzt Schritt für Schritt für Schritt machen, weil wenn das jetzt nichts wird, dann gehe ich mit dem Pink drüber. Wird das gut und ich will noch was Pinkes machen, dann muss ich natürlich jetzt da sehr stark drauf aufpassen, dass mir nichts Pinkes reinläuft, was relativ unmöglich ist. Aber wie gesagt, erstmal überhaupt gucken, wie sieht denn das aus. Und alles andere ergibt sich. Denn manchmal muss man einfach mal rumexperimentieren, weil es ist wie beim Kochen, wenn man nicht mal irgendwas macht, was man vorher noch nie gemacht hat, dann kann sich ja nichts verändern. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Auf die metallisch graue Farbe. Kann bei mir jetzt schon nicht komplett metallisch grau werden, weil das, was ich jetzt zwar eben nicht gefärbt habe und rausgelassen habe, das war aber irgendwann anders schon mal gefärbt. Also es war jetzt kein Naturhaar. Also so fair müssen wir dann sein. Ne? Aber nichtsdestotrotz, irgendwas wird ja mal rauskommen. So. Wir belassen es bei diesen zwei, ich sag mal, Streifen. Und jo, in 30 Minuten wissen wir mehr. Satz mit X, das war nix. Das ist einfach nur mausgrau. Also nichts von hier metallisch und schön und überhaupt. Aber wir müssen fair bleiben. Meine Haare waren ja vorher farblich behandelt. Aber ja, ausprobieren muss man sowas mal. Also werde ich jetzt meine schöne rote Farbe anmischen und den ganzen Oberkopf damit einstreichen.
Mal gucken, ob ich es noch schaffe, hier die hellen Strähnen zu retten. Ansonsten machen wir da neue rein. Aber wer weiß, wie das nachher in Verbindung mit dem Rot aussieht. Könnte vielleicht auch was Interessantes, Schönes werden. Ich fange jetzt einfach mal hier oben an und mache das jetzt ohne großartige Abteilung, sondern das mittlere Stück soll einfach rot werden. Ich gehe nicht bis an den Ansatz dran. Sieht ein bisschen chaotisch aus, ist aber überhaupt kein Problem, weil es soll ja eine Mischung sein aus dem dunklen Ansatz und einem roten Mittelstück und helle Spitzen. Von daher völlig wurscht, da muss einfach nur Rot drauf. Machen wir dann auch noch mal im Zeitraffer, ne? Die Spannung steigt. Ich war gerade einen Happen zwischendurch essen, gucke jetzt in den Spiegel und denke, oh, da bin ich ja mal gespannt. So, also das hatte richtig gut Wärme hier unter der Luftpolsterfolie. Das verwahre ich immer, ne? Wenn das irgendwie an Paketen ist. Das ist also keine Verschwendung von irgendwas. Es geht nur später in den Müll. So, jetzt wasche ich das aus und bin gespannt, wie rot das sein wird. Ist das ein schönes Farbergebnis? Ja, genau so wollte ich das. Den Ansatz dunkel und den Rest rot, ohne dass da so eine Kante ist, so ein Balken, sondern einfach nur ein Verlauf. So sieht das sehr, sehr natürlich aus. Hier dunkler, da oben rot. Aber was mir jetzt tatsächlich fehlt, das sind wieder hier so ein paar helle Lichter. Klar, wenn ich jetzt so 2-3 Wochen warte, dann würden die sich da vorne auch wieder rauswaschen, denn in dem blondierten Haar, also die hellen Strähnen, die vorher da waren, würde das Rotpigment viel schneller rausfallen. Aber da bin ich zu ungeduldig und ich wollte erst Palmensträhnen machen, aber für die Form, so wie die Haare jetzt gerade sind, ich meine, die schneide ich nachher natürlich noch ein bisschen nach, bietet sich das an, nochmal tatsächlich in der Scheibe zu arbeiten. Also ähnlich, wie ich das gerade schon mal gezeigt habe mit der hellen Farbe, mache ich das jetzt. Du siehst, ich mache jetzt hier keinen geraden Scheitel, das mache ich bewusst. So ein bisschen unordentlich, dann fällt das nachher schöner ineinander. So, dann zeige ich dir noch meine Blondierung. Die habe ich schon angerührt. Damit. Gab es früher nur für den Friseurbedarf, aber inzwischen kriegt man das natürlich alles beim ganz großen Anbieter solcher Dinge. Und dann streiche ich mir erstmal ein bisschen Blondierung, so auf die Folie. So. Werde die hier schon mal fixieren. Ist natürlich schön, ne? So ein Brett vorm Kopf. Ich sehe so gut wie nix, aber ich weiß ja, was ich tue. Dünne Scheibe raus. Und wenn du so etwas machst, bitte darauf achten, nicht bis zum Ansatz gehen, denn die Blondiermasse, die wird noch ein bisschen dicker, die quillt also auf und wenn du bis zum Anschlag gehst, dann kann es dir passieren, dass das so weit rausquillt, dass das dann Fleck am Ansatz gibt. Also der Friseur weiß, was er tut,
Der weiß auch, bis wo er hingehen oder hinstreichen darf. Aber du bleibst bitte da schön vom Ansatz weg. Weil sonst gibt es ein Malörchen. Und immer schön dick da drauf. Also wenn das richtig hell werden soll, gibt es mehrere Faktoren. Dick drauf, Einwirkzeit und Wärme. Wärme schädigt das Haar in Verbindung mit Blondierung. Das muss man wissen. Ich nehme das in Kauf, weil ich ja keine Haare habe, die einen halben Meter lang sind. Also jetzt hier auch nicht feste drauf drücken, ne? Sonst geht das, wie gesagt, in die falsche Richtung und gibt Flecken. Nehmen wir hier wieder noch eine Scheibe raus. Nehmen wieder meine Folie. Wieder in der Mitte dünnen Streifen drauf, damit das kleben bleibt. Achte darauf, dass du immer genügend Hilfsmittel hast, also so Klipse und sowas, weil dann nochmal loslaufen ist doof. Ich weiß, jetzt sagt die Richtige, aber diesmal war ich vorbereitet. Bitte darauf achten, dass da keine Klümpchen in der Blondierung sind. Ja. Das sollte reichen. Nochmal zweite Schicht da drauf. Wie gesagt, nie da drücken, wo der Haaransatz ist. Jetzt habe ich nur zwei Päckchen, also nur zwei so Streifen, und das lasse ich jetzt ein paar Minuten drauf und dann föhne ich das kurz mit dem warmen Föhn an. Bitte vorsichtig, das kann dazu führen, dass die Haare matsch werden. Also damit muss man sich auskennen, man sollte seine eigenen Haare kennen, halten die es aus oder nicht. Ich habe früher für Shows, weil ich an der Friseurschule gearbeitet habe, so viele künstliche Haarteile und Haarsträhnen, die ganz bunt waren, zum Einarbeiten gefertigt, indem ich erstmal Haare blondiert habe. Und das habe ich dann auf der Heizung gemacht, bis die ganze Masse anfing zu blubbern. Das ist nicht immer gut gegangen, aber es war nicht schlimm. Das waren abgeschnittene Haare, war zwar schade dann um die Haare, aber die mussten richtig weiß werden, damit die pink und hellblau und ich weiß nicht was wurden. Und wenn es anfängt zu knistern, dann muss man aufpassen. Ne? Also das bitte nur mit Vorsicht und eventuell nicht. Mache ich aber, ich föhne das gleich an, denn die rote Farbe, die soll ja jetzt wieder raus und die Haare sollen rosa bleiben. Und ja, das wird schon gelingen, das weiß ich. Aber wie lange das jetzt sein wird, das, wie gesagt, das muss man beobachten und alle paar Minuten mal nachgucken. Erst wird das gelblich. Und wenn das eine bestimmte Zeit überschritten hat und ich merke, da tut sich nichts, dann geht das Zeug runter, weil nach hell kommt eben nichts. Ne? Und das wollen wir ja auch nicht. So, dann tue ich noch ein bisschen was am PC und wir sind gespannt, wie es nachher aussieht, oder?
Ich weiß es schon. Aus Erfahrung. Du bist gespannt? Ich habe ja zwischendurch schon gespingst. Also da ist schon noch ganz schön viel Gelbstich drin. Aber heller wird das jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Es wird nur poröser und matschiger. Und wenn die Spitzen dann so ein bisschen so krümpelig sind, das sieht dann eben nicht schön aus. Also werde ich einen gewissen Gelbstich in Kauf nehmen. Und bin damit zufrieden, so wie die jetzt sind. Kannst du jetzt vielleicht noch nicht viel erkennen. Ich wasche das jetzt schnell ab. Was man sehen kann, ist, wie stark die Blondierung aufquillt. Und wenn ich jetzt noch hier länger laber, dann bekommen die roten Haare so einen ganz fiesen Gelbstich. Deswegen gehe ich jetzt ganz schnell abwaschen. Ja, schöne Streifen. Das ist jetzt nur trocken geföhnt. Da ist jetzt also nichts dran gemacht. Und durch das Auswaschen der frisch gefärbten roten Haare ist tatsächlich noch so ein bisschen rötliches Pigment hier mit reingekommen, sodass die Strähnen leicht rosa aussehen. Das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, wenn ich das hier so bündel, aber das wäre halt eine interessante Geschichte, ne? Rot, dunkel, hell in Streifen. Aber wenn man das ein bisschen wuschelt, dann sind das schön verteilte Strähnchen, ne? So wie man das braucht. Ich kann es ja auch so rum föhnen oder ganz hoch machen. Und ich nehme dich jetzt ausnahmsweise mal nicht mit zum Schneiden. Das mache ich jetzt schnell alleine, weil ich bin jetzt schon wirklich ein paar Stunden hier an dieser Geschichte dran, durch diesen grauen Zwischenschritt, der leider nichts geworden ist. Aber muss man eben alles mal ausprobieren. Und wenn der Haarschnitt dann fertig ist und die Michaela noch ein bisschen Farbe im Gesicht hat, dann melde ich mich mit dem Endergebnis wieder, oder? Also die Strähnen, voller Erfolg. Das kann man sich ruhig mal trauen mit diesen Scheiben, wenn man nicht zu nah an Ansatz geht, weil man sieht, das hört zwar hier irgendwo auf, aber es ist eben kein Fleck am Ansatz. Also wenn man das, ne, hier, wenn ich das runterkämme, sieht man, das ist ein Strich, okay, aber es darf jetzt nicht irgendwie ein Fleck am Ansatz sein. Das sähe ganz merkwürdig aus und deswegen immer schön mit der Blondiermasse vom Ansatz wegbleiben. Und wenn du Strähnchen haben möchtest, die so aussehen, als wären die gerade aus der Kopfhaut entsprungen, dann gehst du zum Friseur.